Hallo Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu euren astrologischen Kanal. Ich bin Emanuel von Sendstern, euer astrologischer Lebensberater in Berlin. Und wir möchten wissen, welche Einflüsse wir im Jahr 2021 je nach Aszendenten haben. Hierbei möchte ich über ein paar Sachen sprechen, denn ich kann nicht alle Aspekte behandeln. Ich möchte zum einen über Saturn in Wassermann sprechen und dann möchte ich auch über Jupiter in Wassermann sprechen. So, allgemein gesehen werden wir am Anfang des Jahres 2021 eine Ansammlung von Planeten im Sternzeichen Wassermann beobachten. Wassermann ist Erneuerung, Fortschritt, Innovation, aber auch Abbruch. Wassermann beinhaltet ein gewisses Risiko, denn Uranus, der Herrscherplanet von Wassermann, beherrscht über Risikonahme, ja, das Thema Risiko, Risiken. Und das ist gut, denn dadurch hat man auch den Freiraum, um die eigene Freiheit zu entfalten. Freiheit beinhaltet meistens die Wahrscheinlichkeit für Chaos, kreatives Chaos in diesem Fall, so dass man etwas Neues aus dem Chaos, eine neue Ordnung schaffen kann. Das ist Wassermann. Innovation. Und wir haben diese Energie sehr stark ausgeprägt bis März 2021. Und was das alles beinhaltet, das möchte ich euch pro Aszendenten euch sagen. Der Aszendent ist das aufsteigende Zeichen im östlichen Horizont, als man geboren wurde. Und dieser ist sehr wichtig, denn ab den Aszendenten wird man die Häuser bzw. Lebensbereiche berechnen können. Und dabei ist es wichtig, dass man genau weiß, um welche Uhrzeit man geboren ist. Diejenigen, die ihr Geburtszeit nicht haben, sollen den Mond als Leitfaden nehmen, das heißt, der Mond wird der Aszendent sein. Und was haben wir dann für Widder im Jahr 2021? Wo steht der Fokus bei Widder? Der Fokus steht im Bereich der Bildung, Fortbildung. Das ist das 11. Haus. Wassermann ist das 11. Zeichen von Widder. Und hier nehme ich als Haussystem ganz Hauszeichensystem. Das heißt, ein Zeichen ist ein Haus. Das 11. Zeichen von Widder ist das 11. Haus. Und hier haben wir das Thema Bildung, Vorbildung, Abschluss mit Lernen, mit Studium. Das ist vor allem beim jungen Menschen der Fall, wenn man wieder Aszendent ist. Und das wird das Hauptthema für wieder sein. Denn es geht hier um die Verwirklichung von Wünschen, die Verwirklichung eigenen Vorhaben in Verbindung mit zum Beispiel dem Thema Beruf, Studium, Eigenständigkeit. Das alles kann im Jahr 2021 wichtig sein für alle Wieder-Aszendenten. Und je nachdem, welche Planeten man im Wassermann oder im 11. Haus hat, kann man hier davon ausgehen, dass diese Aussage werden ein bisschen abweichen, je nach Person.
Dennoch, allgemein gesehen, steht das 11. Haus für Freunde, für Netzwerken, Internet, Gruppenarbeit, Arbeit innerhalb einer großen Firma. Und wenn man schon im Berufsleben schon drinnen ist als Wiederaszendent, dann dürfte man im kommenden Jahr eine Veränderung haben. Es kann sein, dass es ein Wechsel zustande kommt innerhalb einer Gruppe oder eines großen Konzerns. So, wir gehen jetzt zum nächsten Zeichen, das ist Aszendent Stier. Lieber Stier, das Thema Berufung ist bei dir extrem wichtig. Und es kann sein, dass du ein bisschen gelangweilt bist in Bezug auf deine großen Ziele, auf deinen Beruf. Behörde, alles was mit Behörde verbunden ist, ist ein bisschen schwierig für alle Stier-Aszendenten. Und hier musst du eine neue Initiative ergreifen im kommenden Jahr, mein lieber Stier-Aszendent. Es hängt vieles davon ab, was du entscheidest. Ob du erfolgreich sein wirst im Bereich der Wohnung, im Bereich der Arbeit. Also es kommt alles zusammen nächstes Jahr. Du musst mehr Ordnung in deinem Leben schaffen, damit du deine größten Ziele erreichen kannst. Das Thema Behörde, wie ich gesagt habe, kann sehr wichtig sein oder Chef, allgemein Cheffiguren. Da kann man ein bisschen es nicht so einfach haben mit dem Chef oder Chefin im kommenden Jahr 2021. Und jetzt gehen wir zum nächsten Sternzeichen Zwillinge. Also Zwillinge hat sehr viel zu lernen und das führt dazu, dass man seinen Horizont erweitern kann. Das Thema Bildung. Unis kann bei vielen jungen Zwillingen-Aszendenten ein Hauptthema sein. Wenn man schon im Berufsleben drinnen ist, dann kann man eine Fortbildung machen. Es ist wichtig, dass man versucht, sich neues Wissen anzueignen und dieses neue Wissen anzuwenden auf einem höheren Niveau. Das kann für viele Zwillinge-Aszendenten wichtig sein, weil man möchte auch eine Alternative dazu haben, zu dem, was man gerade beruflich macht. Man möchte neue Dinge ausprobieren. Das Thema Werbung kann auch wichtig sein, wenn man ein Geschäft hat. Da muss man im Jahr 2021 dafür sorgen, dass man viel mehr Werbung macht, so dass man geschäftlich und finanziell über den Runden kommen kann. Das ist für alle Zwillingen-Aszendenten sehr, sehr wichtig. Dann sind wir beim Aszendenten Krebs. Krebs wird es ein bisschen schwierig haben im Jahr 2021. Ich spreche hier von den meisten Krebsen. Es müssen ja nicht alle sein, aber man hat hier viel Veränderung. Das Leben an sich ist eine Veränderung, eine ständige Veränderung, ein ständiges Wechsel. Und man muss immer bereit sein, loszulassen, sich von bestimmten Verhältnissen zu befreien, wäre hier zu empfehlen im Jahr 2021, dass man raus aus bestimmten Bindungen oder Verträge rauskommt. Und dieser Prozess der Veränderung für alle Krebs-Aszendenten ist mit Verlust verbunden, aber gleichzeitig der Verlust wird der Gewinn sein, langfristig gesehen. Das Thema Versicherung, Steuer, das können wichtige Themen im Jahr 2021 für alle Krebs-Aszendenten sein. Also ich würde hier mit dem Thema Kredit allgemein ein bisschen vorsichtig sein, vor allem bis 2023. Und das achte Haus ist auch das Haus des Todes, also hier könnte man
eine psychologische Veränderung erleben, die wie ein Tod ist, ja? Also symbolisch gesehen, es muss nicht sein, dass jemand stirbt, aber es kann auch heißen hier, dass man psychologisch gesehen mit bestimmten Traumas aus der Vergangenheit noch einmal haben wird. Und das kann ein bisschen schwierig für den meisten Krebsen sein. Und wenn man hier legale Situationen zu regeln hat, sollte man vorsichtig sein, sich rechtlich beraten lassen, und zwar richtig, weil hier sind auch viele Verluste, wenn man irgendwie was Falsches macht, vor allem mit dem Thema Steuer oder Versicherung. Dann gehen wir zum nächsten Zeichen, das ist Löwe. Also bei Löwen geht es hauptsächlich um partnerschaftliche Arbeit, das partnerschaftliche Leben, privat und beruflich. Und es kann sein, dass wenn man in einer Beziehung lebt, dass man sich eine Veränderung wünscht. Und vielleicht kann man diese Veränderung nicht so umsetzen, wie man möchte. Legale Situationen, Rechtsangelegenheiten sind sehr schwer aspektiert, falls man als Löwe-Aszendenten diese Themen hat. Also Rechtsangelegenheiten ist sehr schwierig. Und es kann sein, dass man sich trennt von seinem Partner oder Partnerin. Wenn nicht, wenn man in einer Beziehung ist, dann könnte man eine schwierige Zeit mit seinem Partner oder Partnerin meistern müssen bis 2023. Ja? Also es ist keine einfache Zeit. Man trennt sich oder man erlebt eine schwierige Zeit mit seinem Partner. Oder es kann sein, dass der Partner eine große berufliche Veränderung bis dahin, bis 2023 erlebt. Das kann auch möglich sein für alle Löwe-Aszendenten. So, wir haben dann das nächste Zeichen, das ist Jungfrau. Und bei Jungfrau geht es hauptsächlich um das Thema Gesundheit. Das heißt, man sollte an seine Gesundheit denken, sich darauf fokussieren, sich besser ernähren. Wenn man raucht, soll man mit Rauchen aufhören bis 2023, weil es kann sein, dass man hier große Probleme hat, gesundheitlich, in den nächsten 2 Jahren, wenn man das nicht tut. Wir haben hier auch das Thema Arbeit. Die tägliche Arbeit, die man jeden Tag macht. Und hier muss man mehr Verantwortung übernehmen. Man wird mehrere Aufgaben zu erledigen haben im Laufe 2021. Also man darf sich hier nicht so überanstrengen, denn die Gesundheit kann auch sehr betroffen sein, wenn man irgendwo keine Grenze findet. Man sollte sich nur auf eine Sache fokussieren, sodass man im Alltag mehr Ordnung hat. Und es dürfte eine Veränderung im Laufe des Jahres eintreten, wo man sagt, oh, was mache ich jetzt? Wie mache ich das? Das wird im Laufe 2021 vorkommen. Aber wie gesagt, das Thema Gesundheit ist wichtig. Und wenn man Haustiere hat oder haben möchte, hier hat man es nicht so leicht als Jungfrau-Aszendent. Wir haben dann das Thema Waage. Also bei Waage geht es hauptsächlich um die kreative Entfaltung. Es geht auch um das Thema Kinder. Oder Selbstständigkeit. Wenn man eine Firma gründen möchte, dann muss man viel Papierkram im kommenden Jahr erledigen. Es ist nicht einfach, aber man hat die Möglichkeit, viel Erfolg zu haben, wenn man sein eigenes Geschäft machen möchte. Man muss mehr Werbung machen, wenn man eine Firma hat, als Waage-Aszendent. Wenn man Kinder hat, nicht einfach, denn das 5. Haus ist das Haus der Kinder. Wir haben hier Saturn. Saturn ist Einschränkung. Es kann sein, dass wenn man Elternteil ist, Mutter oder Vater, dass ein Kind
selber Kinder bekommen wird oder dass ein Kind mehr Verantwortung übernimmt, beruflich. Also wenn man Mutter oder Vater ist dann, und die Kinder groß sind, dann kann das Kind viel Anstrengung haben im kommenden Jahr. Das kann auch möglich sein. Das Gleiche gilt, wenn man Enkelkinder hat, dann kann es sein, dass man seine Enkelkinder nicht mehr sieht. Das ist nicht so einfach. Und das Thema Finanzen, hier muss man Alternativen dazu finden, um Geld zu verdienen. Aber wichtig ist, dass man als Waage eigenständig arbeitet. Okay? Dann gehen wir zum Skorpion. Also bei Skorpion ist auch nicht leicht. Eine Umsiedlung kann vorkommen bei den meisten Skorpionen bis 2023. Also Wohnwechsel, es kann sein, dass man auch Anfang 2021 seine Räumlichkeiten privat oder beruflich erneuern möchte, renovieren möchte. Das kann bei vielen Skorpionen der Fall sein. Man hat auch sehr viel zu lernen, sehr viel zu regeln. Ansonsten wird man nicht ruhig sein. Behördliche Wege müsste man dann auch im kommenden Jahr gehen und dann hat man seine Ruhe. Aber das wird schwierig sein. Also Schlaflosigkeit kann bei vielen Skorpionen im Jahr 2021 eintreten. Und es kann sein, dass man sich etwas unzugänglich macht. Ja, dass man seine Ruhe haben möchte von einem Menschen, von Mutter, von Vater, von der Familie. Also hier kann eine Trennung vorkommen, dass man mit der Familie keinen Kontakt mehr hat. Oder dass im Bereich der Familie eine große Veränderung vorkommt und das führt dazu, dass man plötzlich keinen Kontakt mehr hat. Okay? Dann gehen wir zum nächsten Aszendenten, das ist Schütze. Also Schütze hat sehr viel zu lernen, sehr viel zu regeln, Papierkram. Man darf auch nicht so negativ denken, wenn irgendwas nicht klappt im kommenden Jahr 2021. Man möchte gerne unterwegs sein, vielleicht klappt das nicht. Ein Umzug ist mit Schwierigkeiten verbunden, das Thema Lernen und Reise auch nicht einfach. Für alle Schützen und die eigene Beweglichkeit kann eingeschränkt sein, also körperlich, ja, die eigene Beweglichkeit, Schulter, Hüfte, Gelenken allgemein, also da muss man aufpassen, dass man vor allem Menschen, die älter sind, müssen besondere Aufmerksamkeit auf ihre Gelenke schenken, Beine, Beweglichkeit. Dann gehen wir zum nächsten Zeichen. Das ist Steinbock und Steinbock-Aszendent, meine ich in diesem Fall. Und bei Steinbock hat eine sehr schwierige Zeit erlebt. Also man hat es nicht einfach gehabt in allen Lebensbereichen, Partnerschaft, Beruf, ne? Und jetzt kommt Saturn und auch Jupiter in das zweite Haus hinein. Und hier muss man sich auf sein Geld konzentrieren. Was habe ich? Habe ich ein Haus? Habe ich Sparnisse oder nicht? Also das Thema Finanzen, Einkommen kann ein bisschen schwierig sein für viele Steinböcke im Jahr 2021, leider. Abgesehen davon, wenn man Vermögen hat, wenn man Sparnisse hat, wenn man Gold gekauft hat zum Beispiel. Wir wissen nicht, wie das im Jahr 2021 letztendlich ist, ja, mit dem Thema Banken, Bankensystem und Geld. Und das ist für Steinbock besonders wichtig, das Thema Geld, Finanzen. Kommt auch als Hauptthema im Jahr 2021. Im Bereich der Familie kann auch eine große Veränderung vorkommen, die sich auf das eigene Geld auswirken wird. Okay?
Das nächste Zeichen, das ist Wassermann. Und Wassermann ist das Zeichen, welches die größten Veränderungen erleben wird im Jahr 2021, denn da haben wir am Anfang des Jahres sehr viele Planeten, unter anderem Merkur, rückläufig auch im Wassermann im Januar und im Februar. Und Wassermann wird wirklich eine neue Zeit erleben, eine neue Phase im Jahr 2021 wird eintreten. Und das ist eine große Herausforderung, aber gleichzeitig hat man hier die Möglichkeit, sich den Freiraum zu nehmen, den man braucht, um seine Träume, seine Wünsche zu verwirklichen. Aber es ist wichtig, dass man sich auf ein Thema fokussiert, ja, ein neues Lebenskonzept entwickeln, damit man nicht die Orientierung verliert. Ja? Es ist auch wichtig, dass man sich auf ein Thema fokussiert im Bereich des Berufes, sodass etwas Neues entstehen kann. Wassermann wird sich auch wahrscheinlich auch trennen von seinem Partner oder Partnerin, oder vielleicht möchte man einfach mehr Zeit für sich haben. Dann haben wir das nächste Zeichen, das ist Fische. Und bei Fische ist es nicht leicht, weil hier kann man mit Inhalten aus der Vergangenheit zu tun haben. Mit diesen Inhalten muss man abschließen, damit man eine neue Lebensphase beginnen kann. Das 12. Haus, da wo Wassermann ist bei Fische, beinhaltet Themen wie zum Beispiel Arbeit im Hintergrund. Also viele Fische werden zu Hause oder vom Zuhause aus arbeiten und immer im Hintergrund, und da wird man seine eigenen Ideen umsetzen können vom Zuhause aus. Es kann auch sein, dass man selbst oder eine andere Person krank ist und dass man für diese Person, falls es eine andere Person ist, die krank ist, dass man viel für diese Person macht. Das Thema Ausland, Aufenthalt in Ausland, vielleicht auch wegen Studium, kann auch ein wichtiges Thema sein, je nach Alter, für alle Fische-Aszendenten. Es ist wichtig, dass man bereit ist für Veränderungen, die plötzlich auftauchen. Also vieles wird im Jahr 2021 geschehen und darauf hat man keine Kontrolle als Fische-Aszendenten. Ja, man muss die Dinge sein lassen und dann erst handeln. Auch wenn man hier ein gewisses Risiko eingeht, wenn man nichts tut. Aber man sollte erstmal warten, abwarten, bis bestimmte Situationen da sind und dann kann man handeln, aber nicht davor. Ansonsten könnte man hier große Verluste haben in allen Lebensbereichen, okay? Es kann auch sein, dass man auch ein bisschen schwach ist, ja? Dass man körperlich nicht die hundertprozentige Leistung erbringen kann. Und man hat auch die Tendenz, bis 2023 ein bisschen isoliert zu sein. So, liebe Astro-Rebellen, das war im Großen und Ganzen der Transit von Saturn und von Jupiter im Wassermann im Jahr 2021. Das war wichtig, weil diese zwei Planeten werden sehr aktiv in Wassermann sein. Wir haben diese Wassermann-Energie sehr ausgeprägt im Jahr 2021. Und das sind die Einflüsse für alle Aszendenten im kommenden Jahr. Wenn du dich angesprochen fühlst, mein lieber Astro-Rebell, und eine individuelle Beratung brauchen würdest, meine Webseite kennst du schon. An dieser Stelle wünsche ich dir ein frohes neues Jahr, alles Gute und bis zum nächsten Video.